Wir haben vorher gesagt, wir werden uns auf diese Funktion konzentrieren, aber was ist bei einer Exponentialfunktion das Wichtigste? Wenn bei der Exponentialfunktion, das heißt hier, ein Minus ist, schaut die Funktion so aus. Wenn hier aber ein Plus ist, schaut die Funktion steigend von links nach rechts und in diesem Bereich, in diesem negativen x-Bereich und positiven y-Bereich. Wenn wir aber Minus davor schreiben, das heißt Minus, ist es gespiegelt. Was bedeutet 25? 25 Volt, wenn wir genau sehen, ist das der Punkt, wo die Funktion die Y-Achse berührt. Und das ist genau bei 25. Wenn wir jetzt aber, wie wir im vorherigen Video gesagt haben, 10 schreiben, das heißt 10 plus 10 plus 25. Schaut die Funktion so aus. Was bedeutet das? Ist um 10 Einheiten nach oben gehoben worden? Wieso kann man das sagen? Ja, wenn es nicht 10 ist, dann geht die Funktion gegen 0. Asymptotisch erreicht aber niemals 0. Und wenn wir 10 plus schreiben, 10 plus, dann ist um 10 Einheiten nach oben geschoben. Und dann würde das 35 berühren, weil das ist 10 plus 25 ist 35. Und was können wir jetzt sagen? Das heißt, 10, das ist der stationäre Wert. Das heißt, das verändert sich nie. Das heißt, die Funktion in diesem Bereich wird immer hier so sein. Dieser Bereich aber von 3 zwischen x 0 und x ist 3, dieser Bereich wird verändert, circa. Weil wenn wir hier zum Beispiel etwas schreiben, wie zum Beispiel 4, das ist 2 mal 2, wenn wir bei x 2 einsetzen, 4, ja. Das heißt, hier hat sich was verändert zwischen 3 und vorher. Aber das ist geblieben und das ist bei 10. Aber hier sollen wir auch noch schreiben x. E hoch x. Minus 4x. Ja, genau. Das heißt, der Bereich von 3, wenn man 3 mit hineinbezieht und die anderen Zahlen, das bleibt immer dasselbe. Wenn wir aber schreiben zum Beispiel hier 8, ja, und wenn wir die einfache, das heißt 1x schreiben würden, ja, aber das geht asymptotisch gegen 10 und 10 ist dieser stationäre Wert und der Flüchtlinge ist dieser 25 mal e hoch minus 1x, aber bei dem Beispiel das wäre minus 2x. Genau. Das war die Erklärung wegen stationär und flüchtlich. Der stationäre Teil und der flüchtlinge Teil und danke für eure Aufmerksamkeit. Und wie wir besprochen haben, wenn e hoch minus irgendwas steht, befindet sich die Funktion in diesem Bereich von der y x sozusagen Bereich
Und wenn wir plus, das befindet sich dann gespiegelt auf der anderen Seite. Das heißt, das würde dann die Funktion so verlaufen. Schauen wir, ob das auch so ist. Ja. Genau. Passt. Und das ist erfolgreich gemacht worden.